In der Tat. D-Max, naja, da gab es ein paar Serien, die mich ganz mal so ein bisschen interessiert haben. Aber als die so alle durch waren, nee, seitdem gucke ich kein D-Max mehr. Leid, du hast einen Schatten. Toller Spruch. Ja, wo Leid ist, da ist auch Schatten. So, gehe ich mal in das große Bild. Hier gibt es nämlich noch ein großes Bild, wie alle, die es noch nicht gesehen haben. Kein gigantomanisches Bild. Es ist ein gigantomanisches. Ein neues Rennen gegen Koopa. Oh ja, stimmt. So, dann kommt man nämlich hier unten auch durch. Wenn man denn die Tür trifft. Und da hinten ist ein Koopa. Auf dem kann man surfen. Auf dem kann man surfen, wenn man ihn denn von seinem Panzer befreit. Warum kriege ich eigentlich keinen Schaden hier, wenn ich gegen den gegenrenne? Den Treffer hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den schaffe. Na, hier bin ich schon mal, aber es bringt mir nichts. Oh nein, das war jetzt nicht schön. Okay, dann muss ich erstmal gegen den anderen Koopa das Rennen laufen. Und am besten nicht irgendwo in den Tod springen. Hallo Tür. Hallo. Hallo Parkour, hallo. Wer kennt ihn nicht? Peter Parkour. Peter Parkour. Dann kann ich ja wenigstens nochmal versuchen, mit dem Schild dahin zu kommen, mit dem Koopa-Panzer dahin zu kommen, wo ich hin will. Und einmal drauf und schon haben wir ihn. Au. Blub. Okay, hier oben muss ich, glaube ich... Wo war denn das? Ah, da ist es. Hey! Aber ich habe den anderen Koopa gesehen. Okay. Ich gehe drum rum. Gab es hier nicht auch einen großen Fisch, der einen verspeisen konnte? Fische sind mein Leibgericht. Mark mit C kennt Blau und Schlau nicht. Ja. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Mamma mia! Ja. So. Da hat jemand seine Chatelampe umgeschattelt. Sagt er im Chat. Diesmal schaffe ich das. Ach, war das nicht das, wo noch hier das Wettrennen machen musste? Ja. Und ich erinnere mich. Hey! Der hat seinen Panzer wieder. Schweinebacke. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Und ich glaube, ich bin an der richtigen Stelle angekommen. Müsste jetzt aber, wenn es geht, den Panzer loswerden. Jetzt auf einmal. Ich möchte ein Kuchen sein. Ah, gut so. Warum sollst du meinen Kuchen? Wessen Kuchen? Dein Bienenstich. Ah. Oh ja, so einen Stich könnte ich jetzt gefallen. Oh Mann. Okay, erstmal gehe ich aber hier rein und sammle Münzen. So. Oh Gott, welches Lebensmittel würde ich essen, wenn ich nur noch für den Rest des meines Lebens ein einziges essen könnte? Ja, das gibt's nicht. Das ist ja Definitionssache, ne? Pizza zum Beispiel. Zählt als ein Lebensmittel oder als aus vielen verschiedenen? Als ein Lebensmittel aus Zutaten, würde ich sagen. So, ich bitte jetzt drum, dass ich nicht nochmal das, dass ich nicht nochmal in die Höhle muss, sondern gleich dort lande.
Bitte, 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 bitte. Nein. Ich muss nochmal. Mann. Aber ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ja, so geht's. Höp. 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 Au. Und er ist weg. Ey! Nimm mir nicht meinen geklauten Panzer weg! Köstritter Schwarzbier. Schwarzbier? Ja. Oh, oh, oh! Ja. Geschafft. Ich komme wieder da rein. Zu den roten Münzen. Ach, das ist ein offenes Geheimnis, der Herr. So, jetzt versuche ich aber... ich glaube, das hat auch Mark schon mal gesagt. So, und... Upsa! Upsa. Jetzt muss ich mich konzentrieren auf die roten Münzchen. Oh Gott! Da wär's runtergegangen. Wie gemein. Wer soll ich denn das wissen? Beispiel der Brusthaar scharf. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh Gott, 5 Münzen. 6 Münzen. Ich hab die 6. Münze profitiert. Oh nee, 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 nee. Oh, das ist doch nicht wahr. Ach, was machst du denn für Sachen? Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Das macht keinen Spaß. Neues Rennen gegen Koopa. Wollten wir das nicht lieber in... Ricola! Ricolade, das wäre doch mal was. Oh ja, Marklücke. Eine Marklücke? Ein Oh ja. So, jetzt mache ich wirklich mal das Koopa-Rennen und nichts anderes. Oh Mann. Okay. Einmal. Ah, so sollte das gehen, genau. Ja, Moment. Ah, doch, doch, doch. Das ist okay. Solange ich hier dann auch lande. Okay, da ist... Oh nein, 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 nein. Hilfe. Okay. Was passiert hier? Oh, ich habe Angst, dieses Rennen laufen zu müssen. Warum war das alles auf dem Nintendo 64 irgendwie einfacher? Aua. Kann doch nicht nur in der Steuerung liegen, oder? Doch. Es ist immer die Steuerung. In 120% der Fälle. Oder die Kamera. Oder so. Ja, aber wo ist der jetzt eigentlich? Ach, da ist der Koopa. Okay, okay, okay. Den schaffe ich. Beim ersten Mal. Lange nicht gesehen. Hä? Ich, nee, schon gut. Mach du. Lange nicht gesehen. Wow, bist du schnell geworden. Hast du trainiert oder ist das die Macht der Sterne? Ich fühle mich immer noch deprimiert, weil ich das letzte Rennen verloren habe. Das ist meine Rutsche. Wie wär's? Okay. Bist du Bühnendrücker fertig? Ja, der fängt Igelf früher an als ich, doch nicht. So Kermit der Frosch mäßig. Mhm, fand ich gut. Oh nö, wenn ich jetzt schneller bin als die Kugel, habe ich ein Problem. Ach, da war das. So viel zum Thema beim ersten Mal. Ja, nur weil ich diesen Sprung gemacht habe, ansonsten hätte ich gegenlenken können. Ah, ah, ah. Meine Güte. Ich hätte vielleicht das kleine, die kleine Welt nehmen sollen. Dann hätte ich jetzt nicht so einen riesen Weg laufen müssen. Aber gut, bei der nächsten Röhre ändern wir das. Hab ich da Röhre gehört? Ja, Hahnröhre. Eine Hahnröhre. Die führt zu einem Wasserhahn.
Also, was sagt Kok? Piephahn. Und schwupp. Da fliegt er. Okay, einmal durch in die Röhre rein und ach, obwohl, dann kann ich den Weg eigentlich auch so schon zurücklegen. Dann kann ich wenigstens üben an der Brücke hier. Kann ich nicht auch irgendwo abkürzen? Gibt's einen Glitch? Na, keine Ahnung, vielleicht ist das sowieso eins weiter unten als da, wo ich anfange. Ah! Ist ja unfair. Okay. So. Kann ich nicht in die andere Richtung gehen und versuchen, schneller zu sein? Ey, genau. Das ist die Idee. Oh Gott, ich bin gleich schneller als die Kugel. Ich gebe mir die Kugel. Das hier sind Ebony und Ivory und die haben, was weiß ich, wie viele Kugeln, die alle schneller laufen können als ihr. Goldene Kugel. Tada! Ich kann's nicht glauben, du hast mich schon wieder besiegt. Und ich habe so viel Geld in die neuen Super Cooper Sprinterschuhe gesteckt. Ich muss dem Gewinner des Rennens wohl diesen Stern überraschen. Ja, also wenn er sich Münzen in die Schuhe steckt, dann kann das ja nichts werden. Like a Super Cooper. Oh oh. So, speichern. Und was ist denn jetzt der nächste legitime Stern? Gucken wir mal. Klepto der Kondor. Was ist ein Klepto der Kondor? Ein Kleptomane. Ein Kondormane. Moment, geht das, wenn ich... Nein, da ist keine Wand. Und hopp. Heiß, 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 heiß. Ah, da ist der Kondor. Okay, dann gehe ich da doch mal hin. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist der denn? Jetzt ist der da oben, oder was? Der kreist einmal um die Insel, oder was? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob der nochmal hier vorbeikommt, oder... Ah, weiter. Ja, aber warte mal, ich will mal wissen, ob er hier wirklich wieder vorbeikommt oder ob das jetzt so ein Trick war. Oh nein, er kommt. So ein Gummiband-Dings da. Ja. Aha. Tada! Na gut, dass er gerade an der Stelle war, als wir da angekommen sind. Was ist dein größtes Vorbild? Mein größtes Vorbild? Mein Spiegelbild. Ich weiß nicht. Ich kenne nur ein Abbild, ein Nachbild. Mein größtes Vorbild, größtes Vorbild. Ich müsste jetzt eigentlich sagen Funk Royal, weil ohne den hätte ich hier nie angefangen. Wigglers rote Münzen, oh oh. Harveys neue Münzen. Ansonsten habe ich noch irgendwelche richtigen Vorbilder, wo ich sagen muss, die muss ich unbedingt erwähnt haben, weil die sind so cool, die haben mich inspiriert zu allem, was ich in meinem Leben getan habe. Nein. Leider nicht. Also ich hatte mal so ein paar Vorbilder, es hat sich aber dann mit der Zeit so ein bisschen gewandelt. Also wenn ich aus meiner Vergangenheit was sagen müsste, naja, da waren so Leute dabei wie... Jemand, der zu einem Meme geworden ist, Nicolas Cage. Oh weia. Und Joanne Rowling, die Harry Potter Autorin. Die Rowling. Ja, genau, weil die das Wort Rowling im Nachnamen hatte. Das hat mich zu Piraterie inspiriert. Genau. Hupsa. Okay. Und. Ha?
Ah, jetzt muss ich ja eigentlich dann auch noch diesen Extra-Stern da holen. Dann muss ich dazu aber erstmal den Button drücken.